Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es rund um die Fütterung der Meerschweinchen gehen und genauer gesagt um die Sommerfütterung der Meerschweinchen. Warum unterteile ich das Ganze? Weil ich der Meinung bin, dass sich von Winter und Sommer die Fütterung Meerschweinchen sehr unterscheidet. Das Ganze aus einem ganz bestimmten Grund, denn im Sommer können wir die Schweinchen viel natürlicher füttern. Unsere Meerschweinchen kommen ursprünglich aus Südamerika, aus den Anden und würden dort den ganzen Tag Gräser, Zweige etc. fressen. Das ist natürlich für uns nicht immer möglich und so gibt es bei uns entsprechende Alternativen. Ich habe euch das Ganze ein bisschen gegliedert oder ich werde euch das Ganze ein bisschen gliedern, demnach, wie oft ich etwas füttere. Das heißt, die Sachen, die priorisiert sind, die die Schweinis am meisten zur Verfügung haben, werde ich zuerst nennen und alles andere etwas später. Das Ganze bringt mich natürlich zu Punkt 1. Das Wichtigste in der Meerschweinchenfütterung ist bei uns das Heu, das im Prinzip die Gräser etc. simuliert. Heu sollte 24/7 zur Verfügung stehen, die Schweinchen sollten sich da immer dran bedienen können und Wasser sollte natürlich auch zur Verfügung stehen. Es ist bei Heu ganz normal, dass quasi 50% vom Heu liegen bleiben. Die Schweinchen selektieren sich aus, was genau sie davon brauchen. Seid also nicht enttäuscht, wenn nicht alles weggefressen wird. Einfach beiseite tun, neues Heu nehmen und eurem Schweinchen im Prinzip Vielfalt bieten. Im Sommer haben wir die Möglichkeit, zusätzlich zum Heu unseren Schweinchen auch Gräser und Kräuter frisch von draußen anzubieten. Das Ganze ist ein ganz komplexes Thema für sich und ich würde euch, wenn ihr das möchtet, in ein eigenes Video packen. Euch einmal mitnehmen, wenn ich sammeln gehe, euch zeigen, was dürfen Meerschweinchen fressen, was dürfen sie nicht fressen. Und in welchen Mengenangaben etc. kann das gefressen werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr daran Interesse habt. Da es sehr umfangreich ist, wie gesagt, klammere ich das Ganze einmal aus. Wiesen und Gräser sind super anzubieten und können unglaublich viel in der Fütterung ersetzen. Zusätzlich zu dem Heu, das wir jetzt schon hatten, und den Wiesen, Gräsern und Kräutern, die wir draußen gesammelt haben, bekommen meine Meerschweinchen noch Obst und Gemüse angeboten. Bei Obst und Gemüse ist es immer so, dass man in Fütterungen etwa, oder man sagt, Meerschweinchen können so 200 bis 300 Gramm pro Tier pro Tag fressen. Aus der freien Wildbahn sind Meerschweinchen allerdings gewohnt, immer kleine Portionen zu fressen. Also nicht wie wir Frühstück, Mittag, Abendessen, sondern ganz viele kleine Portionen. Daher 24/7 Heu. Aber daher solltet ihr auch immer so füttern, dass vom Gemüse oder von den Gräsern und der Wiese so viel über ist, dass es bis fast zur nächsten Fütterung reicht. Das ist nicht immer möglich, aber es geht nicht darum, etwas reinzulegen und es ist nach 10 Minuten weg, sondern es geht darum, immer etwas für die Schweinis da zu haben. Bei Obst, Gemüse und Salaten ist bei mir erstmal Salate an Stelle Nummer 1. Vor allem geht es um Bittersalate für die Schweinchen, Endiviensalate sind sehr gut für Schweinchen. Chicorée ist aber auch eine Sache, die ihr sehr gut für Schweinchen nehmen könnt. Das heißt, Salate, Romana-Salate zum Beispiel füttere ich auch ganz viel. Sind eine wichtige Nahrungsquelle für die Schweinchen. Danach kommen Sachen wie Gurke, Paprika, Fenchel, die ich auch eigentlich in jeder Fütterung dabei habe, nur ist das Mengenverhältnis immer unterschiedlich. Man sagt, dass in einer solchen Fütterung 70% Salate sein sollten und etwa 30% festere Bestandteile, also Gurke, Paprika, Fenchel etc. Eine Sache, die ich bei den Salaten nicht mitgenannt habe, sind die Kräuter. Dill und Petersilie zum Beispiel wird unglaublich gerne von meinen Schweinchen gefressen und von mir auch regelmäßig mit angeboten. Sachen, die selten gefüttert werden, sind Sachen wie zum Beispiel Tomate. Da die Säure, die enthalten ist, ist für Schweinchen nicht so gut. Sellerie, Möhre, Spinat sind alles Sachen, die entweder Bestandteile haben, die Schweinchen nicht so gut vertragen, oder es sind Sachen, die sehr kalorienhaltig sind, wie Möhren zum Beispiel. Wenn man die Fütterung richtig ansetzt und man hält sich daran, dass eigentlich ja immer ein bisschen was überbleiben soll, muss man darauf achten, dass das Ganze nicht zu kalorienreich und auch nicht zu zuckerreich angeboten wird. Das Ganze funktioniert nur oder man hat nur ein normalgewichtiges Schweinchen, wenn man die richtigen Sachen anbietet. Wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Möhren reinlege, die sehr kalorienreich sind, habe ich hinterher ein dickes Schweinchen. Das ist so eine Faustregel. Es funktioniert nicht immer. Es gibt auch gute und schwerfutterige Schweinchen, wie das bei uns Menschen zum Beispiel auch ist. Sachen, die wirklich selten angeboten werden, wie gerade schon gesagt, kalorienreich oder Zucker enthalten, sind alles fruchtmäßige. Äpfel,
Birnen, Trauben, Erdbeeren, Wassermelone etc. sollte mehr als Leckerchen oder als kleine Zugabe wenig angeboten werden. Und dann gibt es noch etwas, was, glaube ich, jeder Meerschweinchenhalter berichten kann. Es gibt irgendwelche Leckerchen, wo unsere Schweinchen einmal am Tag, okay, vielleicht zweimal am Tag oder vielleicht einmal die Woche etwas bekommen. Meine Schweinchen stehen total auf Erbsenflocken. Ich glaube, ich kann für fast alle Meerschweinchen dieser Welt reden. Ich fütter einmal am Tag die Erbsenflocken aus der Hand, weil ich es einfach toll finde, wenn die Schweinchen mich begrüßen, wenn die Schweinchen zu mir angerannt kommen und sich ihre Erbsenflocke abholen. Ansonsten gibt es einige Sachen, die ich im Sommer eigentlich gar nicht fütter. Und zwar sind das Sachen wie Kohl oder Trockenfutter etc. Das sind Sachen, die ich im Winter mit dazu fütter, wenn ich an die anderen Sachen nicht gut drankomme, denn wir alle wissen, Salate und Co. sind teuer, kosten viel Geld und im Winter wird das Ganze noch mehr. Und man hat die Gräser nicht mehr zusätzlich, die das schön ausgleichen. Entsprechend wird das, tue ich das quasi dazu, während die Gräser und sowas wegfallen. Also nur weil ich manche Sachen hier nicht genannt habe, heißt das nicht, dass ich diese Sachen nicht fütter, sondern es das heißt ganz einfach, dass ich die Sachen im Sommer nicht fütter. So, ich hoffe, ich habe jetzt an sich nichts vergessen. Ihr dürft mir gerne in den Kommentaren einmal schreiben, ob ihr andere Sachen füttert, was ihr füttert. Gerne auch, ob ihr ein Video zum Wiesen und Pflücken sehen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!